Nachdem Michael und Martina Papst bereits im Jahr 2015 eine geführte ATV-Tour rund um Bardonecchia in den Westalpen unternommen hatten, wollten sie in diesem Sommer das einmalige Erlebnis wiederholen. Das Paar beschloss, sich vom 13. bis 21. August 2016 an der berühmten und viel beschriebenen ligurischen Grenzkammstraße zu versuchen, und zwar am Nordteil zwischen Tenderpass und Monesi. Es ist zwar ein großer Aufwand, das ATV auf dem PKW-Anhänger aus der Mitte Deutschlands ins Piemont zu bringen, aber für Michael hat sich das in vielfacher Hinsicht gelohnt. Ganz besonders beeindruckt haben sie die Ruinen der alten militärischen Anlagen, allen voran des gewaltigen Forte Centrale am Tenderpass, das 1880 von der italienischen Armee erbaut worden ist. Die Berge locken mit unbeschreiblich schönen Aussichten, spannenden Schotterpisten und einmaligen Eindrücken.
Beim Befahren der 20 Kilometer langen Strecke zwischen dem Tenderpass und dem Colle delle Vecchie, die Michael und Martina Papst an einem Tag in beide Richtungen nahmen, sammelten sie grandiose Eindrücke, die die beiden sicher nie vergessen werden.